So, machen wir weiter. Wir beschleunigen die Zeit. Und zwar bis zur nächsten Nacht. Yes, please. So, mein Stuhl hier richten. Okay, was wir jetzt tun wollen, ist nach West-Unruhstadt zu gehen, um endlich mal die Quest von dem Postboten fertig zu machen. So. Okay, da lang. Okay. Die Postboten-Quest. Also. Zur Erklärung. Der Postbote hält hier jedes Mal am ersten Tag abends sein Training ab. Da können wir mit ihm reden. Und er sagt, 4, 5, 6, hoch, du hast mich erschreckt. Unterbrich mein Training nicht. Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Geiste zu laufen, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befand mich mitten im mentalen Training. Du magst das lächerlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Willst du es mal versuchen? Drücke A, um anzufangen. Warte 10 Sekunden ab. Genau dann, wenn du glaubst, die 10 Sekunden wären um, drücke noch einmal A. Was jetzt passiert, ist, es wird ein Timer erscheinen, der läuft bis, ich glaube, 2 oder 3 Sekunden. Danach müssen wir im Kopf bis 10 Sekunden weiterzählen und bei exakt 10,0 Sekunden A drücken. Ich probiere das jetzt erstmal so. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie man sich das Ganze einfacher machen kann. Und 987. Fast. Ja, fast. Das war aber knapp. Ah, nee, das muss nur so vor mich hin. Und wir können es jetzt nochmal versuchen. Es kostet jetzt mal 2 Rubine. Wir können auch, wenn man möchte, mit den Hasenohren ihn ansprechen und das Spiel wiederholen. Dann verschwindet der Timer nicht. Pams! Na? Mensch, ich kann aber gut zählen. Hä? 10 Sekunden? Das ist außergewöhnlich. Dein Zeitgefühl ist dem eines Postboten ebenbürtig. Als Dank für diese beeindruckende Vorstellung gebe ich dir das hier. Herzteil Nummer 19. Oh yeah. 19 sage ich. 17. Wie komme ich auf 19? 17. 17. Nicht 19. 17. Sehr gut. Weiterer Eintrag im Notizbuch abgeschlossen. Wundervoll. Als nächstes spielen wir nochmal den Song auf Double Time. Und schieben die Zeit nochmal nach vorne. Auf den nächsten Tag. Denn wir wollen nochmal zur Minispielbude von Schätzchen und Liebling. Oder andersrum, Liebling und Schätzchen oder was auch immer. Honey und Darling heißt es im Englischen. Also nochmal nach Ost-Unruhstadt. Plops. Du. Schatz und Schätzelein. Ich hab Rückenschätzelein. Ich auch, Schatzi. Schauen wir mal. Als nächstes. Ich glaube, wir haben einen Besucherliebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen, bladibladibla. Heute ist Basketbomben dran. Wir müssen Bombe in Körbe werfen. Ja. Ne? Finde ich jetzt nicht so dolle schlimm. Das war ungünstig. So. Aber ich treffe trotzdem nichts. Das ist ja super. Hier kann man sich... Wow. Hier kann man sich ruhig ein bisschen bewegen und... Wow, ich habe getroffen. Unglaublich. Und zack, das geht auch rein.
Und das geht dann... Nee, das geht rein. Wow, hätte ich nicht damit gerechnet jetzt. So. Drin, drin. Drin ist die Bombe. Und drin und... Nee, die geht daneben. Aber die geht rein. Pams. Wesentlich, wesentlich einfacher als das erste. Wesentlich einfacher. So, ja. Und wir bekommen wieder 50 Rubine. Die nehme ich natürlich gerne an mich und verlasse diesen Höllenort wieder. So. Okay. Ocarina, Song of Double Time. Next! Am zweiten Abend haben wir leider nicht viel zu tun. Deshalb... Mibacraft, du fliegst raus! Ich weiß das! Und ich habe gesagt, Backseat Gaming ist verboten. Glückwunsch. So... Liebling und Schätzchen Nummer 3. Auch meiner Meinung nach einfacher. Besonders wegen einer kleinen Kleinigkeit, mit der man sich das nächste Minispiel ein bisschen arg einfach machen kann. Wir sehen hier Zielscheiben. Man kann sich vielleicht denken, oh, da können wir vielleicht mit dem Bogen draufschießen müssen. Und das müssen wir auch. Es gibt allerdings einen kleinen Trick für die Leute, die da wirklich Probleme haben, was zu treffen. Mit dem man sich die Zeit verlängern kann, die man hat, indem man einfach sich hier an den Rand stellt und einfach konstant Rage feuert auf die beiden. Denn solange die Textbox da ist, bleibt der Timer stehen, interessanterweise. Ansonsten natürlich einfach Rage feuern auf die ganzen Zielscheiben. Und dann sollte das kein Problem sein. So. Ah, Rage! Das Schöne ist, gibt da auch, man wird dafür nicht irgendwie bestraft, einen Punktabzug oder sowas. Die lassen sich quasi einfach fröhlich von mir über den Haufen ballern und die interessiert das überhaupt nicht weiter. Prima. Perfekt. Und als letzte Belohnung bekommen wir an 3 Tagen hintereinander eine perfekte Trefferzahl und das heißt, wir bekommen Herzteil Nummer 18. Ich sag ja, es geht voran. So, damit können wir aus diesem Sündenpfuhl, möchte ich sagen, raus. Und machen uns auf den Weg zur Romani Ranch. Wir werden uns da einfach hinsauren. Oh, ich habe einen Pfeil im Hintern. Und da, einmal zur Milchstraße. Denn da gibt es jetzt ein weiteres Minispiel, das wir absolvieren können. Und okay, ich hasse das Minispiel nicht. Ich hasse es nicht so sehr wie die Schießbude oder das erste Liebling- und Schätzchen-Spiel. Ich finde es nur eine maßlose Zeitverschwendung. ihr werdet sehen, was ich meine. Holen wir erst noch ein paar Rubine. Ah, Quickspin-Action vom Feinsten hier. Naja, wenigstens ein paar. So. Der Stein ist natürlich wieder weg. Das heißt, wir können im Moment immer noch nur am dritten Tag zur Romani Ranch. Das ist ganz wichtig. Vorher können wir dann nichts machen. Wir wollen wieder in Richtung des Hühnerstalls, wo wir vorher schon mal waren. Wollen aber diesmal das andere Gebäude aufsuchen. Ja, Zeitverschwendung ist super immer. Nee, die Zeit ist verlangsamt. Speziell für dieses Minispiel will man die Zeit verlangsamt haben, ganz ehrlich, weil das kann dauern. So, wir reden mit dieser netten Dame hier.
Was willst du hier an einem Tag wie diesem? Das ist Mamamoo Jans Hunderennbahn. Wusstest du das nicht? Möchtest du vielleicht eine Wette abschließen? Der Mindesteinsatz beträgt 10 Rubine. Ja, klar. Zuerst musst du dir ein Hündchen aussuchen, von dem du glaubst, dass es am schnellsten ist. Bring es zu mir. Und das sind ziemlich viele Hündchen. Wir haben allerdings, wie man sich vielleicht erinnern kann, eine Maske, mit der wir die Gedanken von Tieren lesen können. Und damit können wir herausfinden, welches Hündchen sich denn am fittesten fühlt und dieses abgeben. Ganz wichtig, das ist keine Garantie dafür, dass dieses Hündchen auch gewinnt. Wuff, es wird schon gut gehen, ist zum Beispiel schon mal ziemlich wenig von sich überzeugt. Vielleicht gewinne ich ja, aber vielleicht verliere ich auch. Das wollen wir auch nicht. Weg damit. Was ist mit dir? Ich fühle mich nicht anders als sonst. Okay, dich will ich auch nicht haben. Was sagst du? Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Das will ich auch nicht haben. Gut ist mir zu wenig. Ich will nur die Besten. Ich bin zu alt für sowas. Mein rechtes Bein tut weh. Sehr gut. Au. Ja, gut abschneiden. Mein Kopf, ich war zu lange wach. Scheiß Alkohol, Mann! was ist mit dir? Ich muss für meine Frau und meinen kleinen Welpen sorgen. Ich kann nicht verlieren. Den werde ich mir mal aufheben. Pfoten zu Feder leicht. Okay, das ist auch nicht schlecht. Und was ist mit dir? Unbezwingbar! Ich werde sicher nicht verlieren. Okay, gut. Den nehmen wir mit. Wie gesagt, ist es nur wahrscheinlicher dadurch, dass man gewinnt. Das heißt nicht, dass man automatisch das Hunderennen gewinnt. Und ja, ich wollte dir auch... Hundi. Danke. Ja. So. Ja. Ich bin gespannt. Ach, ich... So, wir müssen 50 Rubine wetten, glaube ich. Ich glaube, es waren 50 oder 20. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es waren 50 tatsächlich. Wir müssen ziemlich hoch wetten. Jetzt schauen wir mal. Komm schon, Hundi! Du schaffst es! Du bist unbesiegbar! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bleib einfach vorne. Einfach vorne bleiben. Nein, nicht überholen lassen. Lass ihn nicht vorbei, Hundi. Du hast bestimmt auch irgendwie einen Namen oder so. Rüdiger, wahrscheinlich. Oh Gott, lass ihn nicht vorbei. Nein, 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 nein. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Beim ersten Mal. Den ersten Platz. Da brat mir einer einen Storch. Und wir sind A, wir kriegen A 150 Rubine und kriegen außerdem Herzteil Nummer 19. Wundervoll. Oh, sehr schön. Nee, ich will es nicht nochmal versuchen, das reicht mir schon. Ich bin schon überglücklich, dass das beim ersten Versuch wirklich funktioniert hat. Denn das ist eine Seltenheit. Muss man echt mal so sagen, das ist wirklich eine Seltenheit, dass Rüdiger beim ersten Mal gewinnt. Und was wir jetzt machen... Nein. Noch nicht. Ich hätte fast Scheiße gebaut, aber ich habe noch Rubine dabei. Mensch. Ich habe noch Rubine. Die will ich erstmal abgeben. Gleich kommt die Peter. So. Ja, der Hunter ist Rüdiger. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen. Hasenohren, ja, Link, super. Das hast du ganz prima gemacht, junger Mann. So. Wir geben unsere 200 Rubine ab, denn wir wollen immer noch das Ziel der 5000 erreichen. Einzahlen, ja, da. Ja, ich habe leider 100 Rubine verschwendet, aber ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es beim ersten Mal funktioniert gleich.
Und statt dann nochmal zurückzugehen zu müssen und Rubine zu sammeln und sowas, war mir das einfach lieber. Und man muss dazu sagen, es ist in Majora's Mask echt nicht schwierig, an Rubine zu kommen. Wirklich nicht. So. Yes. Please. Ja, die Prima-Maske hat einen Effekt auf die Hunde. Allerdings nichts Großartiges. Ich kann es trotzdem mal kurz zeigen. So. Jetzt verlangsamen wir nochmal die Zeit, denn das können wir jetzt gut gebrauchen. Wir haben nämlich jetzt ziemlich viel vor. Es geht nämlich jetzt ins nächste Gebiet gleich, wo wir alles für den nächsten Tempel vorbereiten. Und dafür brauche ich Zeit. So. Wir wechseln mal kurz die Maske der Wahrheit durch die Prima Maske aus. Und ich zeige mal ganz kurz, was passiert. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ja, okay, gut, das soll reichen. Setzen wir uns wieder die Hasenohren auf und gehen durch den nördlichen Ausgang. Da zeige ich euch jetzt eine kleine Möglichkeit, auch an ein paar Rubine ranzukommen. Jetzt dürfen wir nochmal mit der Wache sprechen. Bla 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 bla. Ja. So. Okay. Wenn wir hier die Rampe runtergehen, sehen wir hier an der Wand eine Melodie, die wir spielen können. Und das wollen wir auch tun. Mist, ich kann das. Ah, doch. Rechts hoch, A, hoch, A. Und da bekommen wir Rubine. Die Anzahl der Rubine, die wir bekommen, ist unterschiedlich. Ich habe gehört, es soll wohl danach gehen, ob man das Ganze fehlerfrei spielt oder nicht. Wobei ich teilweise auch schon die Melodien fehlerfrei gespielt habe und habe irgendwie nur 5 Rubine oder sowas rausbekommen. Naja. Jetzt wollen wir den ganzen Weg wieder nach oben. Beziehungsweise, ah nee, ich hätte unten bleiben können. Das war blöd. Okay, na gut. MibaCraft, das war sowohl Backseat Gaming als auch Spoilern. Du hast quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So. Springen wir nach unten. Spring! Nicht auf den Dodongo. Bombe Dodongo! Und hier die Rampe hoch. Und da oben haben wir gleich was Interessantes. Ui, ich habe sogar Pfeile. Sonst hätte ich jetzt nochmal zurückrennen müssen. Da haben wir einen Eisstachel an der Decke. Den können wir runterschießen und uns so den Weg nach Norden freimachen. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Snowhead. Sehr nice so. Allerdings ist es hier auch ziemlich rutschig. Das ist weniger nice so. Und hier finden wir auch Gegner, die man auch schon aus Ocarina of Time kennt. Die sind im Endeffekt genauso nervig wie vorher auch. Nur können die, fangen die auf glatten Flächen jetzt auch noch an zu rutschen und rutschen auf einen zu, was richtig affig werden kann. So. Okay. Da können wir uns ein paar der Herzen auffüllen. Hier brauchen wir eine Bombe oder die Kabum-Maske. So. Okay, weiter nach oben. Jip. Und wir sind auch schon fast da. So. Wunderbar. Wir befinden uns im Mountain Village in der Bergsiedlung.
Nee, da wird keine Lawine ausgelöst. Ich habe 63 Rubine dabei. Das ist sehr gut. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier oben haben wir einen frierenden Goroden. Wow, 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 wow. Hier oben, hier oben. Verzeihung, dass ich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Der hat offensichtlich Hunger. Nur gegen diesen Hunger können wir leider noch nichts unternehmen. Allerdings treffen wir hier auch auf einen alten Bekannten. Nämlich... Wo ist er? 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 Ah, ne, Quatsch. Der ist noch eins weiter. Sorry, ich war auf der falschen Map. Wir wollen... Ich muss jetzt gucken, dass ich hier nicht die Orientierung verliere. Das mache ich hier nämlich sehr gerne. Okay, gut, hier sind wir richtig. Da oben ist er doch. So. Ach. Okay. Hier treffen wir auf einen nicht wirklich neuen Gegnertypen. Wir haben die schon mal gesehen, allerdings noch nicht direkt besiegt, nämlich Schneewolfos. Die sind recht einfach zu besiegen, indem wir warten, bis sie zugeschlagen haben und ihnen dann auf den Rücken schlagen. Wenn wir das Ganze mit einer Sprungattacke machen, können wir die jederzeit one-shotten. Also die beste Taktik ist wirklich zu warten, bis sie einen angegriffen haben und dann einfach eine Sprungattacke zu starten. Dann hat man sie ge-one-hitted. Und Tingle ist natürlich auch wieder da. Er ist offensichtlich immer noch nicht zur Schule gegangen. Ja, 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 das kennen wir ja alles. Und wir holen uns eine Karte vom Peak Hibernia. Was meiner Meinung nach eine ziemlich blöde Übersetzung von Snowhead ist. Aber na gut, warum denn nicht? Oh yeah. So. Hier haben wir gleich nochmal einen Schneewolfers. Na komm schon. Die Eiskristalle wollen wir nicht berühren, denn die machen tatsächlich Schaden bei Berührung. Greif an! Und zack! Nur, dass man mal den One-Hit auch gesehen hat. So, hier befinden wir uns in der Nähe des Goronendorfs. Im Moment kann ich hier noch nicht allzu viel machen, außer... einen ganz bestimmten alten Bekannten aufsuchen. Nämlich... Nämlich... die Eule! Ja. Okay. Sorry, dass ich das Gelaber von der Eule überspringe, aber ich bin da echt traumatisiert. Wir wollen die Hasenohren auf jeden Fall absetzen für den nächsten Teil und wollen dann... schauen, wo die Federn landen, denn hier sind unsichtbare Plattformen und die Federn zeigen uns an, wo diese Plattformen sich befinden. Wenn wir da entlang springen, können wir gefahrlos das Ganze überqueren. Ganz wichtig, man sollte das relativ flott machen. Also die Geschwindigkeit, wie ich es jetzt drauf habe, ist eigentlich passt so, denn die Federn verschwinden nach einer Zeit. So. Hast du das verstanden? Nein. Hast du das verstanden? Nein. So. Okay, wundervoll. Öffnen wir mal die Kiste. Und wir bekommen. Das Auge der Wahrheit. Oh yeah. Blicke durch die magische Linse, mystische Linse, um Geheimnisse zu sehen, die dem Auge ansonsten verborgen bleiben. Platziere es auf C, um das Auge einsetzen zu können. Das Fenster zur Wahrheit zehrt aber an deiner Magieanzeige. Drücke C, um den Vorgang wieder zu stoppen. Wenn wir uns jetzt hiermit ein bisschen hier in der Höhle umgucken, entdecken wir eine weitere Kiste. Und außerdem eine unsichtbare Skulptula, die mich voll erwischt hat. Wow. Ey. So. Blödes Vieh. Okay. Machen wir die Kiste auf. Und bekommen 20 Rubine. Ganz wichtig, während wir das Auge der Wahrheit benutzen, können wir nichts anderes einsetzen, was Magie benötigt. Das heißt, wenn ich hier die Wirbelattacke mache, kommt nur eine ganz normale, ohne dieses rote Feuergedöns. Das Auge der Wahrheit braucht, wie gesagt, Magie, solange man es verwendet. Es gibt allerdings da auch einen kleinen Trick, kann man sagen. Wenn man ständig die C-Taste hämmert, wo das Auge der Wahrheit drauf liegt,
kann man quasi den Effekt nutzen, kann sich dieses lustigen Soundeffekts berauschen lassen, berieseln lassen, wollte ich sagen, und verbraucht keine Magie dabei. Das Ganze ist allerdings unglaublich nervtötend. So, wir reden mal mit diesem ominösen Geist hier. Hi, na? Darf ich mit dir reden? Danke. Kannst du sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Okay, also wir könnten jetzt dem Geist wirklich den ganzen Weg folgen. Allerdings ist er unsäglich langsam. Deshalb gehen wir einfach dorthin, wo der Geist im Endeffekt erscheinen wird. Das können wir nämlich genauso gut tun. Wir müssen ihm nicht direkt folgen. Wir können direkt dahin gehen, wo der Geist im Endeffekt hin möchte. Und das werden wir auch gleich tun. Ansonsten wird mir das echt zu affig, ganz ehrlich. So, Hasenohren angelegt. Und einmal da durch. So. Ah. Ist es nicht ein angenehmes Geräusch? Also ich finde das super angenehm. Findet ihr das angenehm? Ich finde es super angenehm. Hey. Okay, gut. Als nächstes müssen wir hier hoch. Aber das ist nur eine glatte Wand. Was sollen wir tun? Natürlich ist das nicht einfach nur eine Wand, sondern eine Ocarina. Das war eine Ocarina. Da haben wir Leitern. Da müssen wir hochklettern. Es gibt nur einen richtigen Weg. Der Weg lautet hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts. Bevor wir allerdings das Ganze erklimmen, würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich. Oh yeah.